Hallo, liebe Deutschlernende. Heute geht es um sollen versus müssen. Und die Bedeutung der Wörter kennst du bestimmt schon, aber heute geht es um die Mentalität hinter sollen und müssen. Ja? Also nochmal kurz Erklärung. Ja? Sollen bedeutet, dass es gut wäre, wenn man etwas macht. Ja? Ich sollte mir am Abend und am Morgen die Zähne putzen. Ja, ich sollte mir die Zähne putzen, wenn ich gesunde Zähne haben möchte, dann sollte ich mir die Zähne putzen. Müssen bedeutet, dass es keine andere Option gibt. Ja? Ich muss, was muss ich tun? Es gibt diesen Spruch, man muss nichts außer atmen. Ja? Ich muss atmen, um am Leben zu bleiben. Ja? Du hast mitgekriegt, beide sind auch immer in Verbindung mit einem Ziel. Ja? Das ist sehr wichtig. Ja? Wenn irgendjemand dir sagt, du musst etwas machen oder du sollst etwas machen, dann ist es immer eine gute Idee zu fragen, für welches Ziel. Ja? Denn Bullies, ja, Leute, die einen schikanieren, die sagen oft, dass man etwas machen muss, ja, um dich zu schikanieren, ja, um deine Freiheit einzuschränken, sagen manche Leute, du musst etwas Bestimmtes machen. Aber wenn du dir überlegst, was das Ziel sein sollte, ja, und ob du überhaupt dieses Ziel hast, dann kannst du dich dagegen wehren. Dann kannst du sagen, warte mal, ich muss das nicht machen, denn ich möchte nicht unbedingt das Ziel erreichen, das du erreichen möchtest. Ja? Was ist nun der Unterschied zwischen sollen und müssen? Dies ist eine sehr interessante Idee, die ich von Tony Robbins habe. Tony Robbins, ein bekannter Autor, Geschäftsmann und Motivationsredner, ja, über persönliche Entwicklung. Ja. Und er meinte, dass wenn wir ein Ziel haben, dann ist es sehr wichtig, ob wir denken, wir sollten etwas machen oder wir müssen etwas machen. Ja. Und das Beispiel, das er genannt hat, waren Leute, die gerne fit sein möchten. Ja, die Leute möchten gerne fit sein. Und in der Gruppe, also er hat mit einer Gruppe geredet und in der Gruppe waren manche Leute, die waren übergewichtig und es gab eine Frau, die war sehr fit. Und er hat gefragt, was muss man tun oder was wird verlangt, wenn man fit sein möchte. Und alle kannten die Antwort. Ja, das ist so, wenn du ein Ziel hast im Leben, dann weißt du die Antwort, wie du dahin kommst. Ja, du weißt, wie du dieses Ziel erreichen kannst. Egal, ob du denkst, du weißt es oder nicht. Ja, du sagst dir vielleicht, ich weiß nicht, wie ich das Ziel erreichen kann. Meistens ist es so, im 99,999% der Fällen ist es so, dass man es weiß. Man weiß ganz genau, wie man dieses Ziel erreichen kann. Ja? Also die Leute wussten natürlich, wie man fit sein kann. Ja? Die Leute wussten, wie man fit sein kann. Und die Leute, die übergewichtig waren, die sagten, ja, um fit zu sein, sollte ich nicht zu viel essen. Ich sollte Sport machen. Ich sollte mir überlegen, was gesund ist und was nicht.
ich sollte keine Süßigkeiten essen, ich sollte viel Gemüse essen. Ja, ich sollte viel Gemüse essen, ich sollte viele Proteine essen, ich sollte wenig Zucker essen und so weiter. Das haben die Leute gesagt, die nicht fit waren. Und die Leute, die fit waren, oder die Frau in diesem Beispiel, die fit war, hat gesagt, ich muss Sport machen. Ich muss Gemüse essen. Ich darf kein Zucker essen. Also das Gegenteil von müssen ist nicht dürfen. Ja, ich kann jetzt nochmal hier schreiben. Also müssen, ja, Gegenteil von müssen, nicht dürfen. Ja, also im Englischen ist das ein bisschen anders. Ja. Im Englischen sagt man must not. Ja. Must not auf Deutsch ist nicht dürfen. Ja. Must not, wörtlich übersetzt, ist nicht müssen. Und nicht müssen heißt, ja, du kannst es tun und musst es nicht tun. Ja. Also nicht müssen. Im Deutschen bedeutet, dass man es auch machen kann, aber dass es nicht Pflicht ist. Aber wenn man must not ins Englische übersetzen würde, dann würde man sagen, nicht dürfen. Ja? Also die Frau sagte, ich muss Sport machen, ich muss Gemüse essen, ich darf keinen weißen Zucker essen. Ja? Und dieser Unterschied in der Sprache, ja, diesen Unterschied, wie man die Dinge beschreibt, macht ist ein großer Unterschied. Ja. Das heißt ja ungefähr dasselbe, bloß das Müssen viel stärker ist als Sollen. Ja, ich sollte das tun, ich mache es nicht immer, aber ich sollte es eigentlich tun, ja. Im Gegensatz zu, ich muss es tun. Da gibt es keine Alternative, es gibt keine andere Option. Wenn ich fit sein möchte, dann muss ich Sport machen. Ja? Und dann passiert auch das Resultat, wenn man diese Mentalität hat, ja? Wenn man sich sagt, ich muss das und das tun, um das Ziel zu erreichen, dann macht man es auch. Auch wenn es schwer ist, auch wenn es stressig ist, auch wenn man wenig Zeit hat. Ja? Wenn du bestimmte Verpflichtungen hast, die wirklich essentiell sind, dann machst du das auch, selbst wenn du wenig Stress hast. Ja? Wenn du zum Beispiel in der Universität bist, ja? Dann musst du bestimmte Kurse besuchen und dann machst du das auch. Wenn du einen Job hast, dann musst du jeden Tag zur Arbeit kommen und dann machst du das auch. Wenn du Kinder hast, dann musst du dich um sie kümmern und dann machst du das auch. Stell dir mal vor, ein Elternteil würde sagen, ich sollte mich um meine Kinder kümmern. Nein, nein, man sollte nicht, sondern man muss. Ja, es führt keinen Weg vorbei. Es ist nicht optional. Und genauso ist das auch, wenn du irgendwelche Ziele erreichen möchtest. Ja? Müssen versus sollen. Ja? Du möchtest unbedingt fließend Deutsch sprechen. Also musst du die Zeit investieren. Du sagst dir vielleicht, ich sollte Zeit investieren. Und dann machst du es aber nicht immer. Ja, wenn du sagst, ah, ich sollte regelmäßig lernen, dann kriegst du mit, dass du vielleicht nicht regelmäßig lernst. Aber wenn du sagst, ich muss regelmäßig Deutsch lernen, dann machst du das auch. Okay? Ich hoffe, dieses Video war hilfreich. Ich hoffe, du hast etwas gelernt und vielleicht auch deine Mentalität ein bisschen geändert, sodass du deine Ziele erreichen kannst,
sodass du nicht mehr apathisch bist, sodass du inspiriert bist und voller Freude deine Ziele verfolgst. Das möchte ich für dich und wir sehen uns später. Tschüss!